Ich finde, das Thema Schlaf ist einfach ein sehr wichtiges für jeden und das wird, glaube ich, gerade bei uns jüngeren Leuten auch oft einfach so ein bisschen übergangen oder als nicht so wichtig angesehen, weil man denkt, ja, man muss jetzt immer Leistung bringen, man muss always on sein, also immer online, immer mit dem Smartphone in der Hand, auf jede E-Mail reagieren, auch wenn sie noch so spät kommt. Und ich denke, dass gerade eben auch in dieser Generation Schlaf als nicht mehr so wichtig angesehen wird oder was man lieber nicht haben sollte. Und ich denke, es ist sehr wichtig, da einfach auch darauf aufmerksam zu machen, dass es nun mal nicht geht ohne Schlaf. Sinn und Zweck des World Sleep Days ist, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Schlaf ein unverzichtbarer biologischer Prozess ist, dass Schlaf so wichtig ist wie Essen und Trinken und dass alle Menschen darauf achten sollten, dass sie ausreichend tief und fest schlafen. Ich bin meistens ziemlich erschöpft und müde. Aber das macht mich nicht traurig. Im Gegenteil, ich liebe es zu schlafen. Ich liebe es, abends einfach ins Bett zu gehen, mich in die Kissen zu kuscheln, mit meinen Katzen im Arm. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ohne Schlaf wäre, ehrlich gesagt. Ich schlafe schon seit dem Jahr 2000 mit der Maske, und zwar jetzt mal grob zusammengerechnet, das sind 45.000 Stunden und ich bin sehr glücklich, dass sie mit der Maske, die hilft mir und ich bin wirklich ausgeschlafen. Tiefer und gesunder Schlaf ist wichtig, dass wir wohlgelaunt, leistungsfähig, fit und munter durch das Leben gehen. Ausreichend Schlaf ist wichtig für nachhaltige Entscheidungen, die unsere Leben, die Politik, die Wirtschaft betreffen, weil wenn wir nicht ausreichend schlafen, dann verhält es sich so, dass unsere Risikobereitschaft zunimmt, dass unsere ethisch-moralischen Grundsätze verblassen, und das sollten wir für den Erhalt unseres Planeten meiden.